Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Life. Wir hatten im letzten Part ja uns ein bisschen angeschaut gehabt, was auf der Insel so abgeht, hatten ein sehr schönes Foto gemacht, von dem ich nicht gereilt habe, dass ich selbst damit fotografiert werde, ja, üble Sache. Und wir haben uns jetzt mit ein paar Problemen mit unseren Mies erstmal auseinanderzusetzen, vorrangig. Da fangen wir erstmal mit Zen an. Wenn war der Einzige, der Gemma-Kotz-Fan war, das wird mir nämlich auch gemerkt nach der Raterunde des letzten Mal. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von David? Ja doch, das interessieren wir uns ja wohl noch vorher. So, was gibt's denn? Ich wäre so gern mit Kröte CS. Du wärst so gern mit, also in dem Game ist es so akut, meine Ehefrau, also wärst du so gern mit meiner Ehefrau befreundet. Okay. Alles halt. Mach mal nichts. Jetzt. Ich wäre so gern mit Kröte CS. Ja, du willst, okay. Mama. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr rede? Pah, müssen wir jetzt eines auskennen, ne? Zuverlässigkeit, das ist ein... Danke für den Tipp. Sehr wichtiger Aspekt. Und rede mit ihr. Und dann wird das auch nicht passieren hier. Wenn so ein Dude einfach so ein Mann zu seiner Frau kommt, ja, kann ich mit deiner Frau befreundet sein, so. Der schmeißt ihn auch hochkant aus, ne? Nein. Normale Freundschaft ist ja wirklich legitim. Und wir hoffen, dass das hier nichts mehr ist, normale Freundschaft. Wer ist ein Kinderspiel, da passiert das eh nicht. Richtig Freundschaft geschlossen haben wir leider nicht. Lief eh nicht so ganz gut, okay. Wie schade. Pikmin ist jemand, den man überall hin mitnehmen kann. Pikmin ist jemand, den man überall mitnehmen kann. Das ist doch eine super Info. So. Gucken wir doch mal, was Kröte will. Ah, du warst doch das Ebenbild von David. In der Tat. Ich brauche einen neuen Hut. Einen neuen Hut. Wer ist das, wenn du noch ein Herd ist? So. Ich meine, ich will sie Auswahl. Oh komm, nee, wir kaufen was Neues. Kaufen mal was ein. So, was gibt's denn dazu in Hüten? Komm, es ist Sommer. Da geht ein Strohhut, na komm. Ah ja. Boah, der Rest ist eh alles. Sehr fragwürdig, sag ich jetzt mal. Sehr, sehr, sehr fragwürdig. So. Let's go. All yours. Hoffen wir mal, der gefällt dir jetzt. Nur gut. Jawohl, ziemlich gut. Perfekt. Du musst es. Und hier haben wir auch ein neues Level. Und diesmal machen wir definitiv ein Objekt. Band 3. Bin in guter Laune. Meine Capture-Karte wieder funktioniert. Da versenken wir jetzt in 3DS. Let's go. Die Capture-Karte muss man 3DS immer noch mal laden. Was soll ich denn auch dauerhaft an, weil das Ding ja eh nur wenn dann hier verwende. So, hier wird da was gespielt werden. Aber hast du doch gerade Besuch oder was ist los? Was willst du? Keine Ahnung, finden wir es heraus. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, eine Beziehung würde Kelly gut tun. Eine Beziehung. Wie wär's denn mit Michelle? Okay, also Sophie will Kay mit Michelle koppeln. Sag auch mal gute Idee, probier mal's. Ich muss dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Ah, verstehe. Du musst dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Schauen wir doch mal an, wie's wird. Ah, und hinten ganz auch völlig wird geschaut, was da abgeht. Ganz auffällig im Bärenkostüm. Da wird noch zusammen gegessen. Könnte sogar ganz interessant ausgehen, das Ganze. Schauen wir mal. Danke, ich habe den Tag sehr genossen. Alles im einen Tag passiert, was? Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Frage ist, war da jetzt mehr in der Luft? Man weiß es nicht. Fürs Erste werden sie wohl nur befreundet bleiben. Okay, fürs Erste nur befreundet. Was ist es halt? Aber immerhin. So, und auch du hast ein neues Level erreicht und hast noch kein 3DS, wie ich sehe. Sehr wichtig. Dann let's go.
Bitteschön. So tollisch gesenkt, ja, es war. ADS ist ein tolles Gerät. Das ist so dabei. Da bleiben wir jetzt einfach mal, Leute. So, und Cable auch noch was. Oh, jetzt hast du das direkt. Schauen wir nochmal, was wir dir Gutes tun können. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Ach, du hattest Schluck auf. Nee, das war ganz ein Problem. Hunger. Was isst du gern? Witzel. Braucht mal. Ich bin gerade erst verwirrt. Wieso kann ich kein Sätzle geben? Doch, jetzt geht's. War gerade verwirrt. Das ist mögen viele. Das ist ein sehr wild. Was ist denn? Was ziemlich lecker, okay. Ich glaube, er muss immer noch andere Sachen probieren. Aber wenn etwas noch besser schmeckt, das kann das besten weiter nach oben gerankt werden, dann quasi. Kann man so sich will. Wohl auch anfreunden, wenn man gegensätzliche Interessen hat? Ich glaube sehr wohl, dass man sich anfreunden kann und auch ernsthafte Beziehungen antreten kann, wenn man gegensätzliche Interessen hat. Das war jetzt ja eine sehr gute Frage. Ich glaube ja, das geht. Da können Sie den Stundenvortrag halten, aber was lasst es? So. Was sind alle unsere Bewohner glücklich? Lass sie mal mehr. Was will man mehr? Naja, also in die Boutique reingehen, weil die ist irgendwie noch neu. So. Lobster Outfit. Oh mein Gott, ist das alles teuer hier. Also, so war, gibt's doch gar nicht mal Katalog. Hemd-Hose-Kombi. Das ist mal was Wildes. Das nehmen wir auf jeden Fall. Polo-Hemd. Also ein Rugby-Shirt ist doch ganz nett, das sieht ganz gut aus. Dann haben wir, glaube ich, haben wieder genug eingekauft hier. Wie ich finde. Übrigens, drückst du einen X-Knopf, kannst du ein Foto von oberen Bildschirm machen. Mit dem Y-Knopf machst du einen vom Touchscreen. Ja, das ist bestimmt ganz nett, aber ich brauche das nicht. Ich habe nämlich eine Capture-Card, die wieder funktioniert. Ich kann es echt nicht oft genug sagen, ne? Ich kann es auch bis heute nicht verstehen, wieso. Wieso, was, halt, warum. Dieses kleine Wunder passiert ist, dass diese kleine Box hier an diesem Ausgang hier einfach, ihr könnt es sehen, hier einfach wieder funzt. Kann es bis heute ernsthaft nicht verstehen, warum. Aber es fühlt. Bilder, die du aufnimmst, werden auf der SD-Card gespeichert. Du kannst fast überall Fotos schießen, wenn du also auf der Bildschirm etwas Tolles siehst, mach rück mal ein Bild. Okay, also X haben wir gesagt, war's. Zack. So, jetzt haben wir wieder zwei Leute. Kroll. Schauen wir doch einmal mal hin. Hier ist der Nick, was los, ey. So, Pikmin. Jetzt haben wir doch mal, wie wir mit Pikmin helfen können. Guten Tag. Moin. Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich mich gut fühle? Was könntest du sagen, wenn du dich gut fühlst? Lehr mal einen Fraß. Wenn ich mich gut fühle. Supi. Sag mir doch gerne. Supi. So, schauen wir doch mal. Supi. Das ist doch super. Da kommt wieder Münzen. Ich rede immer so laut. Deshalb kann ich kein Geheimnis behalten. Das ist blöd, wenn man so laut redet, dass man keine Geheimnisse behalten kann. Du hast auch jetzt mal ein bisschen sehr suboptimal. Ich geb's dazu. So, Gamer, was gibt's bei dir? Hallihallo, schön dich zu sehen. Ja, ganz meinerseits, wie kann man... Mal was aus, liebe Leute. Wie kann man dir helfen? Ich bräuchte ein neues Haaraccessoire. Ein neues Haaraccessoire. Neues Haar. Ein Strohhut geben wir dir. Also wenn ich so gut passe, deine rote Mütze, aber sagen wir halt mal. Aber das findet er wirklich sehr gut. Fällt mir total gut, das ist so witzig. Sieht man, man hätte es nicht gedacht. Und es gibt gleich ein neues Level. Wenn du ein Gamer bist, hängt mir jetzt eine Wii U. Wer ist denn ein richtiger Gamer, ohne eine Wii U zu haben? Ne, geht ja gar nicht. Ach, die Wii U, schöne alte Konsole, ey. Du musst mal auch bald wieder auspacken. Sag so was, ich will Wii U Games hocken. So.
Gut, jetzt sind alle mies, ja. Zufrieden, jeder hat etwas zu tun. Was will man mehr? In dem Sinne sage ich dann auch so ein Dank fürs Zusehen von dem Paar von Tom und Dutch Live. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao!